nach diesen etwas düsteren Geschichten und düsteren Fakten nun aufmunternde Musik. Heute Abend erstes Heimspiel in der Rückrunde für den hiesigen Fußballclub. Hier unser Durchhalteappell im Abstiegskampf. Stunde X. Dass ich falsch lag. Es gab Zeiten, wo ich glaubte, ich hab recht. Und ich wusste nicht wohin, wusste gar nicht, wer ich bin. Da kam mein Freund zu mir. Er fing an, von seiner Liebe zu erzählen. Einer Liebe, die es ihm nicht einfach macht. Von dem Treffen um 3:30, kurz nach 5 ist Schluss mit ihr. Trotzdem kommt er zurück. Kilometer, die er für sie verfuhr. Und er hat sie nie geküsst, aber hat sie oft vermisst, wenn sie nicht bei ihm war. Er denkt an Fortuna. Sein Leben hängt an ihr. Fortuna. Für immer nur bei dir. Egal. Es gab Zeiten, wo ich wusste, dass ich falsch lag. Es gab Zeiten, wo ich glaubte, ich hab recht. Doch jetzt weiß ich wohin, denn mein Leben hat jetzt Sinn. Ich weiß, woran ich glaub. Ich glaub an Fortuna. Mein Leben hängt an dir. Fortuna. Ein begeisterter Fanblock im Hintergrund. Stunde X, das Leben hängt an der Fortuna. Wir wollen hoffen, dass das gut geht. Bodo Goliasch, der Frontman, kommt zu uns. Und bei mir sitzt Thorsten Schaar. Auf das, was er macht, kommen wir später. Erstmal ganz kurz, nein, er hat ja auch an der Platte mitgearbeitet, ne? Hat sie produziert. Stunde X, das muss ich jetzt mal hochhalten. Eine Platte, eine Schallplatte. Eine 45 Umdrehungsschallplatte. Dass es sowas noch gibt heute. Seid ihr Vinyl-Fans oder wie kommt das? Auf jeden Fall. Ich kann es von mir sagen, ich bin Vinyl-Fan. Das heißt, Thorsten auch. Das heißt, in ganz Düsseldorf gibt es 4 Leute, die diese Platte abspielen können, oder? Ich meine, man hat doch heutzutage CD-Player. Das kommt wieder zurück zum Vinyl. Das kommt zurück? Das kommt zurück, auf jeden Fall. Ich habe schon so vielen Leuten gehört, die jetzt ihren Plattenspieler wieder aus dem Keller geholt haben. Wahrscheinlich auch zusammen mit alten Panini-Alben der Fortuna. Das heißt, das Vinyl. Das hat viel mit Liebe zu tun, mit Enthusiasmus. Einfach eine kleine Schallplatte aufzulegen ist doch viel mehr als, viel intensiver, hat auch viel mehr Sex und viel mehr Enthusiasmus, als in eine blöde CD in so ein Dings reinzuschieben und ganz programmieren. Ein überzeugendes Plädoyer, für die gute alte Schallplatte. Thorsten, ihr macht außerdem noch was ganz Tolles zusammen, nämlich Comeback. Comeback ist ein sogenanntes Fanzine, das heißt, kann man sagen, Fanzine, das ist ein Magazin von Fans für Fans, oder wie kann man das bezeichnen? Ja, kann man sagen, also es ist in England entstanden, eigentlich aus der Punkbewegung Ende der 70er und dann so nach der Stadionkatastrophe, so im Heiselstadion und auch hinterher in Hillsborough in England, haben sich in England die Fanzines rauskristallisiert und dann gab es das zuerst in Deutschland bei St. Pauli. Da habe ich mir die als jüngerer Fan bestellt und irgendwann haben wir dann auch selber mal was gemacht. Wobei ich denke, dass es in Düsseldorf was Besonderes ist, weil Fortuna-Fan zu sein, das hat etwas damit zu tun. Ja, dass man eine besondere Einstellung hat, weil... Wieso? Man geht zum Fußball, man schreit da ein bisschen rum, kennt außerdem noch die taktischen Varianten. Was ist das Besondere? Ja, aber in Düsseldorf verliert man auch sehr häufig. Also
Bei uns hat mal einer, der Frieder Feldmann, Schreiber bei uns, Redaktionsmitglied, hat geschrieben, dass man fünf schlechte Spiele sehen muss, bevor man das Anrecht eigentlich erst hat, ein gutes von Fortuna zu sehen. Und so ist es einfach. Das heißt, man muss durch harte Zeiten, um endlich belohnt zu werden. Ist ja auch eine klasse Schule, oder? Ja, ja. Ist ja nichts Langweiligeres, als immer gewinnen oder gewinnen müssen. Ne? Genau. Oder möchtet ihr mit Bayern-Fans tauschen irgendwie? Keinen Fall. Also keinen Fall. Wir gehen natürlich ins Stadion, um zu leiden. Ja. Und deswegen mögen wir auch sowas, so eine inszenierte Show wie zum Beispiel bei Rheinfire. Das ist natürlich gar nichts für uns. Sie merken schon, Comeback ist, glaube ich, so ein bisschen dann die Fortuna-Berichterstattung der anderen Art. Das sieht nicht so aus, wie es im Express in der Rheinischen Post geschrieben wird. Ihr habt da durchaus so eure ironische, selbstironische Haltung und geht auch sehr viel mehr ins Detail. Welche Haltung habt ihr denn so zum Verein überhaupt? Präsident Hauswald kriegt ja doch immer mal gut einen ab. Ne? Da würde ich sagen, wie damals im aktuellen Sportstudio, wo Klaus und Thomas Allofs waren. Ich bin jetzt der kleinere Bruder, gebe ich ab zu meinem größeren Bruder Klaus Allofs, Thorsten. Tja, also man kann natürlich sagen, dass Jürgen Hauswald, der bekannte Autohändler aus Oberkassel,